Genau, wir sind Level 47. Ganz gut klingt aber relativ. Gestern war ich im Dienst, da warst du gestern nicht da. Du kannst mir die Frage wahrscheinlich beantworten. Ist irgendwas Besonderes los aktuell? Weil die letzten 4 oder 5 Tage höre ich bestimmt 2 oder 3 Mal am Tag Sirenen. Als ob die Menschen wieder verrückt sind. Einfach noch Plattformdienst. Ja, das darf es doch sein. So, ich habe gehört, wir müssen, damit das funktioniert, Robo als Gruppenführer haben. Die Leute gehen raus und vertragen die Hitze nicht. Also ja, verrückt trifft's. Oh je. Und da beschweren sich die Leute, dass die Deutsche Bahn komisch ist, ne? Wenn sie selber mit der Hitze genauso wie die Deutsche Bahn im Winter ist. Oh Mann, oh Mann. So, der Geno-Dome soll südöstlich sein. Das sieht aus wie südöstlich. Ja. Okay. Wer betritt unaufgefordert mein Heiligtum? Dann welche Überraschung. Willkommen zurück. R666Y. Oder sollte ich Prometheus sagen? Hinter dir sind das Lebewesen? Lebewesen haben mich schon... Was? Haben mich schon lange nicht mehr besucht. Zumindest nicht lebend. Hihi. Trete ein, seid mir willkommen. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Dann will ich mich mal von euren Fähigkeiten überzeugen. Was? Okay. Die sind auf jeden Fall stärker. Das will ich schon mal festhalten. Okay. Robo ist eine Stufe aufgestiegen. Hält er den jetzt? Okay. Das sieht erstmal alles gut aus. MP haben wir denn? Machen wir den Falkentritt. So, damit ich bei meiner Tradition bleibe. Viel Spaß im Lurk, Diablo. So, Ray nähert sich dem maximalen Leben mit 999. Bis gleich, ja. Schutzsphäre. Einmal ein Falkenhieb. Wir betören mal, gucken, ob das was rausgibt. Was Roboter so für Items dabei haben können. Na? Auch Elixier. Hier. 1858. Ja.
Wir müssen noch auf Ray warten. Na komm. Da ist Ray. Einmal entladen. Wupp, wupp. Mal gucken, wie viel Schaden das macht bei all denen. 1900. Das ist eine Menge. Zum Leveln ist das ganz praktisch. Nicht schlecht für Menschen. Freue mich darauf, euch bald persönlich begrüßen zu dürfen. Okay. Haben wir denn jetzt? Haben wir hier noch was? Okay. Hier kann man nichts machen. Das ist ein Aufzug. Ein Speicherpunkt. Tempel, Tempel. Was haben wir hier? Nee. Okay. Weg hier. Stellt euch nicht so an. Schön, dass wir... Also... Die heilen sich, obwohl noch kein Angriff passiert ist. Das ist doch irgendwie... ja, eher suboptimal, oder? Eila ist eine Stufe aufgestiegen. So. Ansonsten ist hier nichts. Eila ist jetzt Stufe 48. Das heißt, die müsste... Leider steht hier nicht, wie viel... wie heißt das? Wie viel kritische Trefferchance die hat. Steht hier auch nicht. Schade, schade. Da ist nichts Neues. Das Ding können wir nicht öffnen. Die Tür auch nicht. Da kommen wir her. Nee, kommen wir nicht her. Und jetzt? Ja, komm schon. Also ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen stark für den Boss hier. Mal gucken, wie leicht oder schwer der am Ende ist. 904. Schutzsphäre. Krono ist eine Stufe aufgestiegen. Vor 300 Jahren veränderte die Lavos-Katastrophe diesen Planeten in drastischem Ausmaß. Ja. Nicht mehr lange und die Menschen werden vollkommen aussterben. Schon jetzt sind ihre Herzen unheilbar von Verzweiflung zerfressen. Was bedeutet das? Erstmal hier oben.
1100. Der Damage wird langsam. Der wird gut. Keine Ahnung, was das bedeuten mag. Ach, der geht auch durch mehrere Gegner durch. Gut zu wissen. Der Robo ist noch eine Stufe aufgestiegen. Leider leer, das ist das. An diesem Terminal können wir Informationen über den Genostorm abrufen. Mach das mal. Welche Daten soll ich abrufen? Türen. Die Energiezellen neben blockierten Türen müssen aufgeladen werden, um Durchgänge zu öffnen. Roboter können die Zelle links dieses Terminals nutzen, um Energie zu tanken und sich dann in die Zelle neben der blockierten Tür stellen. Ja. Die Laufrichtung des Fließbandes auf der rechten Seite kann mit dem Schalter am Kopf des Fließbandes umgekehrt werden. Ja. Wächterbots. Die Wächterbots, die die Figuren bewachen, halten jeden auf, der ihnen gegenübertritt. Vorsicht! Platziert man zwei Wächterbots gegenüber, gibt es einen Kurzschluss. Sollte dies eintreten, sind defekte Roboter bitte in den Lagerraum im oberen Stockwerk zu bringen. Okay, wir müssen also zwei gegenüber. Figuren. Die zwei Figuren auf diesem Stockwerk sind notwendig, um Mutter gegenüberzutreten. Sie dürfen nicht unerlaubt entfernt werden. Nö. No. Blitz, Blitz. Zack. Und das müssen wir jetzt immer wieder machen. Offensichtlich ja. Einmal rauf. Einmal Blitzladung mitnehmen. Was haben wir hier? Zack, Tank. 50.000 Gold. Was? 50.000 net. Das wollte ich nicht. Wir waren unten noch nicht fertig. Hat er gerade den abgeschossen?
Okay. Easy peasy, lemon squeezy. Das hätten wir. Und das hier sind keine Türen, die man öffnen muss. Da müssen wir rein. Da ist ein Laser. Können wir nicht durch? Hä? Das sehe ich nicht. Ich denke mal, wir müssen das umkehren. Sonst wird das doch nicht funktionieren, oder? Bis hier hinlaufen, von da unten. Glaube ich, ein bisschen weit. Was haben wir denn hier? Seht ihr es nicht? Ohne euch Menschen würde Frieden auf dieser Welt herrschen. Und doch kämpft ihr. Wofür, frage ich euch. Hier geht's. Ja, nur Chrono hat kein MP. So, 1646 Barrierensphäre. Okay. Ja. Einfach mal kurz aufschlitzen. Ja. Das ist andersrum. Okay, damit kann ich mir jetzt eher vorstellen, dass das klappen mag. Das bedeutet, einmal rauf, Energie suchen. Warum? Rechts. Lauf, 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 lauf. Rauf. Rüber. Rum. Ja, und. nicht rechts. Links. Das klappt aber. Das klappt. Gut. Alles für Robos besseren Arm. Und dann ist er meine Kacke. Das wär's. Danach müssen wir noch ins Black Omen. Dann muss nämlich... Ach, Bullshit. Schon wieder. Einen wunderschönen guten Tag, Mr. Aksuim. Hatten Sie einen schönen Montag? Mit viel E3-Unterhaltung. Gibt's da was Neues an der Front?
Super Ether, Stark Ether. Was macht der jetzt? So, wahrscheinlich müssen wir das jetzt umkehren. Hallo? Nicht? Hier, bist du sicher? Ach so, der geht einfach so mit. Okay. Mitkommen. E3 ist mehr oder weniger zu Ende, aber PC Gaming und Future Game Show hatten ein paar gute Indies. Das war doch von... War das heute oder war das gestern? Meintest du nicht PC Gaming und Indie Games waren gestern? Was aus der Ecke raus? Kaputt. Universalkappe. Okay. Das Ding brauchen wir. Ja, aber 0 bis 2, also technisch gesehen heute. Technisch gesehen heute. Das ist richtig. Ich habe gestern dann auch rausgefunden, was wir alles machen müssen. Also heute steht auf dem Plan, die Faust für den Roboter besorgen, Black Omen betreten und da auch die beste Rüstung für die Frau herholen und ein bisschen leveln und Endboss. Ansonsten sind wir, naja, sagen wir mal, full equipped. Ich weiß nämlich nicht mehr, was du gestern alles mitbekommen hast. Zweimal hintereinander. Also ich fühle mich langsam schlecht, mein liebes Gemüse. Ich kann euch nie raiden. Ihr seid nie da, wenn ich fertig werde. Moin, einen schönen Montag wünsche ich euch. Habt ihr heute so früh angefangen, dass ihr schon fertig seid? Schreib's auf den Deckel. Moment. Ich hab nur keinen Bierdeckel. Ich kann's auf einen Briefumschlag schreiben. Von meinem neuen Stromanbieter. Denn ich bin jetzt demnächst... vielleicht kann man das lesen. Ist nur spiegelverkehrt. Ich bin aber Greenpeace Energy. 100% grün. Ja. 15 Uhr, aber Knuffi ist müde. Oh. Lurk, nicht viel, aber hab mir schon gedacht, dass du immer noch farmst. Bin jetzt in Trackmania. Warum ist Knuffi denn müde? So anstrengend auf der Arbeit? Willkommen zu Hause, Prometheus. Ach, wie süß. Ein rosa Roboter mit Schleife. Liebe in der Luft. Wechselt spät zur Frühschicht. Ach, scheiße. Ja, okay. Da habe ich zum Glück nicht persönlich was mit zu tun. Aber ich habe Freunde, die das auch haben. Und das ist... Der Wechsel ist scheiße. Was? Atropos? Oh, meine Liebe. Es ist lange her, nicht wahr? Komm zu mir, Ray. Du brauchst nicht länger vorzugeben, auf ihrer Seite zu stehen. Nett. Ich brauche Robo. Ach so, und herzlichen Glückwunsch, ne? 99 Follower. Ihr knackt ja die 100 bald. Da werde ich ja schon fast neidisch. Muss ich ja mal so zugeben, ne? Im Gegensatz zu anderen Modellen der R-Serie hatte Prometheus einen Spezialauftrag. Der R-Serie. Wo steht das R? Manchmal wird der Ventilator aufgefasst und manchmal nicht. Der 100. will einfach nicht kommen. Ach.
Ganz ehrlich, das kommt von alleine. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Er sollte bei den Menschen leben und ihr Verhalten studieren. Aber das hat er hier geschafft. Was du sagen? Alle nicht verstehen. Atropos ist der... Okay, es stimmt. Ich muss noch eine Position finden für meinen kleinen Ventilatorfreund. Vielleicht ist da besser. So, jetzt sind es 100. Na, das ist auch nicht so gut. Okay, ich bin beim Lurk, brauche eine Dusche. Gönn dir eine Dusche. Die hast du dir bestimmt auch verdient. Da siehst du, jetzt habt ihr die 100. Also, herzlichen Glückwunsch zu den ersten 100. Es werden noch viele Hunderte folgen. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Tritt zur Seite, Prometheus. Wir werden diese Menschen eliminieren. Dann gemeinsam zur Mutter gehen. Ich will Mutter besiegen. Die hat nämlich die hat meine Faust. Nee, die hat meinen Arm. Klingt irgendwie falsch. Der 100. und das Offstream. Ja, sorry. Das bin jetzt ich schuld. Bam, da haut er seine Freundin. Häusliche Gewalt oder was? Was soll das, Prometheus? Eigentlich rede ich die Roboter anders. Fällt mir gerade so ein. Ich werde nicht zulassen, dass du ihnen Leid zufügst. Du musst beschädigt worden sein. Haben die beiden da das zu verantworten? Ich werde sie unverzüglich vernichten. Ich habe die ganze Zeit jetzt Daleks im Kopf, ne? Oh, Doctor Who. Kann ja nochmal antworten. Klasse, Martin. du hast dich verändert, Atropos. Du bist nicht mehr der Roboter, den ich einst kannte. Okay, wenn ihr redet, sieht das komisch aus. Nicht verändert, mein Freund. Verbessert. Mutter hat mich modifiziert, damit ich Menschen noch effizienter auslöschen kann. Und du trittst zur Seite, Prometheus. Nicht gut, nicht gut. Mein Name ist Ray. Naja, in Prometheus steckt da Ray drin. Nee. Was ein Schlag war das denn jetzt? Überlass das mir. Alright. Was einzig... Boah, ich hasse Einzelkämpfer. Das Schlimme ist nämlich, der ist auch gerade im besten Fall nicht voll aufgeheilt. Scheiße. Ach gut, die heilt sich auch gerade. MG-Fäuste. Bam! Macht ihren Krimlaser. Oh, wie süß. Nochmal heilen. Warum sieht das bei der so cool aus und bei mir nicht? Unverschämtheit. Was? Ho, ho, ho. Zirkelbombe. Eieiei. Einmal Selbstexplosion. Das war jetzt sehr unspektakulär. Mal schauen, wie viel Schaden das macht. Naja, nicht unbedingt viel mehr als die... wie heißt nochmal? Als die MG-Fäusten. Fäuste, also... Du kriegst einen Medium-Ether.
Oh, ich bin so gespannt. Nach Chrono Trigger spielen wir Final Fantasy 7. Eieiei. Ich glaube, mit diesem Projekt übernehme ich mich. Da darf man dann erstmal die nächste Zeit nichts anderes erwarten. Also jetzt einmal heilen, bevor sie nachher irgendwas Komisches macht. So, Zirkelbombe. Final Fantasy 7 ist mega, also passt das. Ja. Nur, wie hat Goku gesagt? Er hat einen Speedrun geguckt von einem, den ich auch kenne. Der spielt 8 Stunden, glaube ich, Any Percent. Und er meinte, ich werde Minimum 40 brauchen. Ich glaube nicht, dass ich 40 brauche. Ich glaube eher, dass ich so 70 brauche. Minimum. Würde mich zumindest wundern, alles unter der... Oh. Prometheus, wir haben uns lange nicht gesehen, oder? Atropos? Was ist passiert? Warum bin ich beschädigt? Tja, wir machen gleich Mama fertig. Ja. Atropos. Meine Speicherbänke. Ich muss sie, ja, als Mutter meine Programme umgeschrieben hat. Ich habe eine Kopie meiner Speicherbänke angefertigt. Tut mir leid, Prometheus. Das ist so etwas, was ich in Spielen oder generell so noch nie verstanden habe. Da denkt keiner von denen drüber nach. Aber der Speicher in Systemen, der ist ja normalerweise ausgenutzt. Das heißt, wenn ich eine Sicherheitskopie mache, muss die ja auch irgendwo gespeichert werden. Naja, Details, Details. Ich möchte dir dies geben, du sollst es in deine Schaltkreise integrieren können. Bitte pass gut darauf auf. Lebe wohl, Prometheus. Ob ich etwas in meine Schaltkreise integrieren würde, was aus dem Roboter kommt, der davor böse programmiert war? Ich weiß nicht. Oh. Atropos Schleife erhöht das Tempo von Ray um 3 und seine Magieabwehr um 10. Nett. Ist das jetzt immer? Das ist immer. Cool. Damit ist er genauso gut. Damit ist er genauso gut jetzt mit der eigentlich schlechteren Rüstung als mit der Mondschein-Rüstung. Okay. Das soll mir mal einer erklären. Manchmal wird der Ventilator aufgefasst und manchmal nicht. Komisch. Da kommen wir noch nicht hin. Hört mich, zerbrechliche, unvollkommene Menschen. Es wird der Tag kommen, da Lavos Kinder in die Weiten des Alls aufbrechen, um sich einen frischen Planeten zu laben. Geschieht dies, kann diese Welt sich wieder erholen. Unter der Voraussetzung, dass die Menschheit sich nicht einmischt. Wir Roboter werden eine neue Weltordnung schaffen. Ein Reich aus Stahl. Eine Utopie, die weder Trauer noch Hass kennt. Naja, also Deutschland hatte so vor 80 Jahren auch ein Reich aus Stahl. Wir sind die Saat einer neuen Generation. Euch Menschen braucht dieser Planet nicht mehr. Darum müht euch nicht vergebens. Fügt euch eurem Schicksal und entlarvt. Wie wär's mit Nö? Kommen wir nicht dran? Hebt doch einfach einen von beiden hoch. Klasse. Einmal kurz gucken. Müssen wir die besiegen dafür? Genodome Future. Habt ihr Motherbrain besiegt, wird der Genodome lahmgelegt und ihr erhaltet zudem den Terra-Arm und den Crisis-Arm. Okay, wir kriegen beide. Wir müssen nur Motherbrain besiegen. Das ist kein Problem. Das ist ein Aufzug. Wie viel Geld liegt hier rum? Da waren es 50, hier sind 15. Richtig Schotter. Das ist ein Mensch. Da jemand sein. Wir helfen. Ayla. Wir müssen die Maschine stoppen.
Es ist zwecklos. Das System ist durch mehrere Schutzebenen gesichert. Zugang erhalten wir nur, wenn wir das zentrale Computersystem deaktivieren. Motherbrain. Kleine Anlehnung an Metroid. Wo geht's da oben hin? Eins. Zwei. Oh. Natürlich greifen die auch alle nicht Chrono an, der kontern würde. Oh, die stehen in der guten Position. Alle auf einmal. Träumchen. Zip. Sehr gut. Das sind Aufzüge, oder? Ach nee, da kommen die blauen Dinger hin. Okay. Da geht's zu Mother Brain. Das bedeutet, wir gucken erstmal hier oben. Wenn wir hier rechts gehen. Dark Eater. Das war's aber auch. Das heißt, rauf und Mother Brain besiegen. Zweite Möppeldrupp. Einmal Magiekapsel an Robo. Jetzt haben wir noch was. Lapis, Ambrosia. Nope. So, Mediumtrank. Das hätten wir. Die normalen Äther einmal weg damit. Mother Brain ist definitiv, also hier ist Mother Brain viel hübscher als Metroid. Ihr habt es also bis zu mir geschafft. Ich bin die zentrale Computereinheit dieser Fabrik, der RY-Serie. Könnte von Nintendo sein. Komm, Prometheus, werde deine Logik-Kondensatoren reprogrammieren. Du wirst wieder so, wie du einst warst. Deine Erinnerungen setze ich ebenfalls zurück. Wie wär's mit Nein? Es tut mir leid, doch das kann ich nicht zulassen. Meine Erinnerungen sind zu wertvoll. Sie dürfen nicht verloren gehen. Und das gilt auch für meine Freunde. Du würdest mich um ein paar Menschen willen verraten? Du würdest dir die gesamte Roboterheit zum Feind machen? Haben wir ja schon. Die Menschen sind nicht unsere Feinde, Mutter. Chrono, Marla, Luca, Frosch und Ayla. Naja, Frosch ist so semi-Mensch. Haben mich wie einen der ihren aufgenommen. Ich verspreche mir sehr viel von ihrer Zukunft. Technisch gesehen hat keiner von denen deine Zukunft. Schwierig. Bei sechs verschiedenen Zeiten, schwierig. Du bist köstlich, Prometheus. Die Menschen haben keine Zukunft. Ich werde dir zeigen, wie leicht sich ihre Hoffnung zerschmettern lassen. So, wir müssen zwei Terminals besiegen. Ups. Das war einfach. Ich hätte gedacht, dass das länger dauert. Wow, 21. Hola und... Hello there. Mr. Gurke. Was wollte ich machen? Das wollte ich machen. Wie geht's dir? Hast du einen schönen Montag?
Zack. Wir gucken mal, ob uns das Ding was skippen kann. Blaupanzer. Okay. Bei dir ist alles Gucci. Das freut mich. Ich würde ja jetzt irgendeinen tollen Spruch auf Gucci geben, aber da fällt mir gerade nicht ein. Wie war es gestern noch mit eingeschlafen? wir haben gestern noch... also wir haben die beste Rüstung. Wir haben die zweitbeste Rüstung. Wir haben das beste Schwert. Wir kriegen nach dem Kampf gegen die hier... mit Mother Brain kriegen wir die beste Faust für den Roboter. Danach gehen wir in das Luftschiff und holen uns die beste Rüstung für die Frau. Ja. Und Katzattacke. Das ist so der allgemeine Kampfplan. Okay, die war jetzt deutlich einfacher, als ich gedacht habe. Wir sind ziemlich stark. Prometheus, warum? Tja, weil du Kacke bist. Genau. Terrabarm und Krisenklaue erhalten. Alle Arbeitsprozesse in dieser Fabrik wurden abgebrochen. Keine der Maschinen hier wird je wieder ihren Dienst verrichten. Keine. Ray? Keine Anomalien. Fortsetzung der Operation möglich. kurz Angst bekommen. Wir haben den Arm, den wir gesucht haben. Das war der... Die Kaiserklaue. Zumindest gehe ich mal davon aus, dass es die Kaiserklaue ist. Denn wir kriegen den Terra-Arm und den Crisis-Arm. Und Terra-Bar-Arm ist der, was heißt zweitbeste, aber ist der zweitbeste. Weil wenn wir auf Arm gucken, der Terra-Arm hat 150 Angriff und 10 Critical und der Crisis Arm hat halt den Damage based on the one digit in user's HP. Diesen komischen Effekt halt. Ja. Und der Arm wird jetzt noch stärker, wenn wir mehr Leben bekommen. Aktuell haben wir 965 und das höchste sind 999. Ja. Und jetzt können wir in das Luftschiff. Der Vorteil ist, das Luftschiff ist zeitunabhängig. Das heißt, wir können das in der Vergangenheit und in der Zukunft besiegen. Ja, vielleicht. Wir können ja den Terra-Arm so lange nehmen. Davor hatte ich, glaube ich, 105 oder den. Davor hatte ich den Kaiser-Arm. Ja. Wir können so lange den nehmen. Gebe ich dir recht. Seht diesen Planeten, zu dessen Herrscher Lavos sich erhoben hat. Erbärmliches Gewürm. Wie sehr ihr euch auch müht, es ist zu spät. Der ehrwürdige Lavos hat diesem Planeten längst all seine Lebensenergie entzogen. Bedeutet das jetzt, wir müssen in die Vergangenheit reisen? Okay. Whee! Ich spring auch immer in Flugzeuge. So. Kommen wir mal hier. Ja, wobei. Spielt das eine Rolle? Macht das einen Unterschied?
Nee. Spielt das eine Rolle? Chrono Trigger, Black Omen. Da stand gerade was von 3 times. Das dreimal machen. Vom one line, okay. Ach, okay. Also es macht keinen Unterschied, außer dass es nicht mehr auftaucht, je weiter weg ich in der Zukunft wie es bin. Ich glaube auch dreimal. Ja, ja. Moment. Checking the Black Omen multiple times. Yes, that's the start in the present. Beat the lava shell and work your way backwards and you will be able to re-enter the palace. Moment. The first time, blah blah blah, just enough guide usage that I don't miss anything. Genau. 3 times for extra grinding by tackling it in reverse chronological order. So. Understand there's a gate after beating the first stage of lavas and assuming the fight, blah blah blah. Von welcher Zeit müssen wir denn anfangen? Must start in the present if you want to do it multiple times. You will need to fight in the exterior lava shell. Thanks by Doa, spät wie es geht. Nee, also eigentlich sollst du wohl im present anfangen. Also im Jahr 1000. Ja, okay, man muss es aber auch nicht mehr vermachen. Wir gehen in die Gegenwart. Da hat das Spiel angefangen. Da machen wir auch den Tempel. Ich denke, das ist eine gute Idee. Hallo, Raumschiff. So. Zack. Dann möge der Kampf beginnen. Beim letzten Mal wurden wir ja gefressen, mehr oder weniger. Narren, habt ihr eure Lektion nicht gelernt? Wir haben die Unsterblichkeit erlangt. Ewig werden wir an der Seite des erhabenen Lavos leben, der sich tief unter der Erde an diesem Planeten nahm. Jetzt ruht er und sammelt Kräfte, doch in 999 Jahren wird er sich erheben, um Vernichtung über diese Welt zu bringen und ihren Thron einzunehmen. Der dunkle Traum ist der Pfad, der zu Lavos führt. Er ist der Quell unserer endlosen Macht. Ja, das habe ich verstanden. Solange der allmächtige Lavos herrscht, sind all eure Träume vergeben. Das glaubst doch nur du. Opfert euch dem mächtigen Lavos, der erfüllt den einzigen Zweck, der euch noch bleibt. Na, so. Keine Ahnung, ob wir hier Universalkappe. Ob es hier einen Unterschied macht, ob wir erst den Kopf oder die Füße oder was das ist angreifen. Na, mein Freund, hast du ein Geschenk für mich? Hm, Elixier.
Oh, wir machen so viel Schaden. Was verbrühen? Aha. Was auch immer das darstellen soll, dieser Wischmob. Keine Ahnung, mit Augen. Sam. Tja. 900 EP. Das war jetzt aber viel Kampf für 900 EP. Müsste schon zugeben. Wow. Wow. Oh, ich liebe das. 985. Okay. Da geht's weiter und hier nicht. Alright. Na, meine Freunde. Wie viel Schaden können die nehmen? 14, 1500 ungefähr. EP, 800 E. Das hätten wir. Was auch immer das hier ist. Deko. Sieht ein bisschen aus wie ein Aufzug, aber ist... Eieiei, das sind Chunky Boys. Chunky Boys. Zack. Habt ihr was Schönes für mich? Nova-Rüstung. Das ist die zweitbeste Rüstung. Also die geben einem die zweitbeste Rüstung einfach mal so. Okay. Why not? Kann man die zweitbeste Rüstung bekommen. Ja. Nehmen wir. Dann machst du die Kratzattacke. Hä? Ich hab den anderen angegriffen. Ich dachte eigentlich, dass ich den anderen angegriffen habe. Ein Speicherpunkt. Das sind Robos. Große Robos. Mal gucken, was die geben. Heizstarre Stopp. Naja, aber gegen Statuseffekte sind wir ja immun. Von daher... Goldkreole. Nett. Immer wenn ich hier sitze, geht mein Handy. Wie verrückt. Warum? Nehmen wir nochmal das. Plötzlich leuchtet der Rand. Nehmen wir nochmal Goldkreolen. Die Roboter haben auf jeden Fall Geschmack. Die tragen Schmuck. Drei. Was geben die einem denn?
Hören. Wuchtieb. Angriff. Jetzt hat er nichts mehr. Sam. ...2000 EP. So, hier ist ein Speicherpunkt. Den nutzen wir einmal, um uns aufzuladen. Nice. Die bessere, die zweitbeste Faust kriegt man Level 64, glaube ich, oder? Level 47, Level 72. Ja. Okay. Level 72. Naja, wenn wir einen guten Leveling-Spot finden, der schnell geht, ist das unter Umständen machbar, aber... Gegen was kämpfen wir denn hier? Nee, wir greifen mal normal an, weil die muss ja betören. Einmal schauen. Das ist hier wie bei Flut der Karibik. Die wurden eins mit dem Schiff. Tempokapsel? Ne. Geschenkte Dinger. Okay, das war jetzt einfacher als gedacht. Laserpanel. Gibt der wieder eine Kapsel? Okay, also die geben immer Tempokapseln. Schauen wir mal. Okay, so, der ist also völlig ausgebrannt. Hören, Angriff, Angriff. Tempokapsel. Nice. Also das ist das beste Schwert für Chrono. Das macht tatsächlich wirklich sehr häufig Crit.